Yo Friends, bevor das heutige Video startet, noch eine kleine Information dazu, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Wir haben leider nicht geschafft, den Lost in Vivo Stream zu machen. Da war höhere Macht am Werk, da kann man nichts dafür. Das geht auf jeden Fall nächste Woche regulär weiter. Und noch kurz zu diesem Thema. Das, was ihr jetzt seht, passiert aus dem Grundprinzip, wo mein ganzer Kanal überhaupt raus besteht. Ich habe da Bock drauf, es macht ultra Spaß. Und ich möchte auch eventuell aufrufen, wieder mal, um mitzumachen. Ja? Also seht das nicht so eng. Es ist das erste Mal, wo ich sowas so zusammenschneide. Ja, ich bin eigentlich immer der Typ, der wo komplett rechtfertigt, aber noch eine klitzekleine Sache noch on top. Was ist denn hier los? Das, wenn ihr sowas haben wollt, meine lieben Freunde, meldet euch. Es ist absolut geil. Und ich sage auch nochmal, Bella, an der Stelle... Absolut geil. Die Bella sitzt jetzt quasi komplett auf meinem Regal. Ich meine natürlich der Basketball nicht, die Caps auch nicht, die sind von mir, klar. Aber ich dachte halt schon so, dass ich hier auf Weihnachtsfeeling mache wegen so einem Geschenkchen hier. ja, aber dann kommt halt die Bella ums Eck. Ich mache gerade Paket auf. Bella. Kuss, Liebe. Okay, Leute, starten wir rein ins Video. Willkommen, meine lieben Freunde. Was geht es wieder für euch? Euer Lazy. Jawohl, und wir sind heute, Freunde, wir sind heute mal in einer ganz anderen Rubrik unterwegs. Und zwar geht es heute mal um das Handy Game Puzzle und Empire. Was das ist, sehen wir jetzt. Eine Sache hätten wir tatsächlich noch. Das ist jetzt hier keine Guide oder sowas. Ja, ich erkläre jetzt das Game nicht vom Grund auf neu. Da gibt es Beschreibungen dazu und unendlich viele Guides im Internet, so Seiten und Google und einfach mal gucken, easy. Es geht einfach nur darum, ich möchte gern auf unsere Gruppierung, unsere Allianz eingehen, was es so in dem Spiel so zu holen gibt, was es so grob geht. Ja, also ich werde jetzt nicht komplett von Null anfangen, sondern ich werde so irgendwo in der Mitte einsteigen. Also wenn du schon ein bisschen gezockt hast, wirst du verstehen, was ich meine. Und jo, das ist eigentlich so das Ding, wie es hier auf dem Kanal bei mir eigentlich immer läuft. Wenn mir was gefällt, wenn ich irgendwo hart am Sucht bin, alle, dann nehme ich das auf und dann ziehen wir da richtig durch. Ja? Also, jetzt aber rein! So, Freunde, jawohl. Wie ihr jetzt auch seht, ich glaube, hier haben wir auch schon ein bisschen, sehen wir mal hier so den Startbildschirm von dem Game, wenn man es gerade anmacht. Da muss man natürlich so ewig viel Werbung wegploppen, aber es sind ja auch immer so Aktionen, was eigentlich meistens sehr hilfreich ist und sehr cool ist. So, wir sind jetzt mal in der Hauptbase drinnen. Ja? Ich meine, guckt euch meine Burg an, das ist so das Hauptgebäude, was man hat. Habe ich jetzt gerade angeklickt, Festung, Ausbau, bla bla bla, bis maximal 23, bis Level 19. Der Ausbau von 19 auf 20 wird zum Beispiel 7 Tage dauern. Also ich bin nicht mehr Early Game, sondern ich bin schon drin. Ja? Also nur mal so kurz am Rand. Ich hoffe, dass es hier auch nicht irgendwie zu krassen Störgeräuschen kommt, weil das Spiel braucht Internet, das ist ganz wichtig. Das Spiel braucht eine aktive Internetverbindung und... Ich hoffe mal, dass es nicht zu krassen Störgeräuschen kommt. Ich hoffe es einfach mal. Ja. Ich habe hier eben, wo ich jetzt gerade bin, meine drei Ausbildungslager am Laufen. Da laufen gerade zurzeit immer die gleichen. Das sind dann die für Stufe 12, glaube ich. 12? Das müsste Stufe 12 Ausbildung sein. Da zahlst du halt ein bisschen Nahrung, ein paar Rekruten, kriegst du Helden. Gehen wir auch schon gleich zum nächsten. Das ist hier unser Wachturm. Der produziert in einer Stunde. Sieht man ja hier Produktion pro Stunde 11.067 und 6.762 Eis, also die Nahrung und Eisen. Ja, wieder aufs absolute Point. Und ich weiß auch nicht, warum ich gerade versuche, das Handy hier ruhig zu halten. Es juckt daher keinen. Es bewegt sich ja für euch. Aber ich glaub's halt. Dumm, egal. Okay. Was ich jetzt heute vorhabe noch. Also pass auf, wir haben jetzt hier erst noch unsere Minen, die produzieren. Auch wieder hier Eisen, das ist wichtig für unsere Schmieden hier, was wir hier haben. Warum habe ich drei Schmieden? Ganz easy. Ich kann die dann später, wenn mal meine Festung auf 21 und dann auf 23 geht, Jagdhaus und Alchemielabor machen. Später wird dann auch noch, wenn 25 mal rauskommt, wird es dann auch noch was gehen. So, haben wir noch die Kaserne. Da bildet man seine Truppen aus, aber dazu kommen wir auch noch. Gehen wir gerade wieder zurück. Dann haben wir hier unsere Gehöfte, unsere Lebensmittelproduktion. Die produziert natürlich auch in einer Stunde, weil Nahrung eigentlich so ziemlich, ja, aber Nahrung, Eis eigentlich ungefähr gleichgewichtig. Da haben wir hier noch die dementsprechende Lagerhäuser dazu, einmal Eisenlager und eben Lebensmittellager. Und das ist eigentlich so meine Map. Wenn ich jetzt auf 20 gehe, bekomme ich noch 4 Slots zum Bauen. Das ist eigentlich auch ziemlich sexy. Ihr seht, hier passiert gerade ganz viel, aber wie gesagt, es ist ja
jetzt nicht unbedingt für einen Einsteiger, sondern für den, der wohl schon ein bisschen drin steckt in der Thematik, ja. Ich habe heute vor, mit euch ein bisschen PvP zu machen und mal in unsere Allianz ein bisschen reinzugucken, ja. So, schauen wir gerade mal, dann kommen wir uns vor. So, ihr seht jetzt hier, das ist jetzt unsere Allianzgruppe. Ich werde wahrscheinlich den Chat hier ein bisschen rausmachen, weil so ein bisschen privat, ich möchte keinem seine Privatsphäre angreifen. Auf jeden Fall gehen die Grüße raus an alle, ja, besonders an die Allianzleitung hier an der Stelle, an den Mario und an die Becky. Grüße gehen raus, ja. Und da sage ich auch gerade mal wieder, was ich an diesen Games halt geil finde, dass man, wenn man nur so eine gewisse Zeit drin ist und Leute kennenlernt so, und dann auch wirklich die Leute hinter den Charakteren kennenlernen. Und da sind so viele feine Leute dabei. Ich meine, natürlich wieder beide Seiten aktiv, ist ganz klar, hast du immer. Aber man versteht sich, man sind so Freude geworden und so. Und das ist eigentlich so, das finde ich richtig gut. So, aktuell auf Platz 1, die gute Marion, die Grüße gehen raus an der Stelle. Du bist aktuell bei uns Platz 1. Hier sehen wir noch den Baldur, unseren Chef, der hat hier gerade diese Verteidigung am Start. 4055er Verteidigung, das ist halt auch schon richtig, richtig gut. Aber ihr seht halt auch, das Global Ranking von unserem Anführer ist halt 104.902. Ja, da geht es dann schon noch anders zu sein. Ich bin hier aktuell mit meiner Teamstärke von 3.873 am Start. Geht besser, geht aber auch definitiv schlechter. Und jo, würde ich sagen, wir gehen einfach mal wirklich direkt ins PvP rein. Und pass auf, wir machen das so. Wir gehen jetzt direkt mal ins Turnier rein. Ja? Weil hier gibt es ab und an auch, regelmäßig sogar, gibt es hier Turniere und Events, wo du halt Belohnung kassieren kannst. Ja? Hier Turnierbeute zum Beispiel, zack, ich bin jetzt aktuell hier auf Rang 50, ich habe auch meine Angriffe noch nicht raus. Da gibt es ja, so ein bisschen so was Kleines zum Klappern, ist jetzt nichts Geiles, aber naja, erst so richtig interessant wird es, wenn du in diesem Turnier so Platz 10, hier Top 10 aufwärts. Da wird es halt richtig interessant. Und würde ich sagen, wir gehen mal zum Kampf. Und dann sehen wir auch gleich schon der Gegner, der meint es ja auch gleich komplett ernst. Der hat ja zweimal den Kirill am Start. Der hat zweimal den Merlin am Start. Den Merlin wollte ich eigentlich auch haben. Der Merlin ist eigentlich ein super geiler Held. Und der hat hier den Wächterschakal am Start. Wenn ich das so sehe, wird es mir eigentlich gleich schon wieder richtig schlecht. Ich habe leider von der Heldauswahl keine krasse Synergie. Oder halt noch nicht so viele Helden, dass ich mir hier auf 4 Sterne Solo turnieren, dass ich mir da irgendwie Synergien zusammenbasteln kann. Schwierig. So, jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal da. Ja, ich sehe gerade, eigentlich hätte ich mit einem einfachen Ding anfangen können, aber scheißegal. So, ich gehe jetzt hier 2-3, beziehungsweise 3-2. Dreimal lila, zweimal grün. Ja, weil in diesem Turnier ist rot gesperrt, kann ich mit rot nichts machen. Und wenn da kein Held ist, hier einfach mal nochmal zum Zeigen. Ja, Held fehlt, gibt nur einen Schaden, ist nix, ja. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir auf den Gegner mächtig mit Lila und mit Grün schieben. Jetzt ist natürlich so die Taktikgeschichte, du kannst solche Steine kannst du niemals beeinflussen, ja. Entweder die kommen oder die kommen halt nicht, ja. Aber was ich tun kann, ist, mit so einer Aktion, zumindest die Steine, wo ich nicht brauche, schon mal Außenverkehr zu schaffen, um vielleicht gute Kombos zu kriegen, ja. Das ist halt so ein Ding. Und jetzt sehe ich hier gerade, boom, eine 5er-Kombo. Und auch direkt, hier Diamant wird ausgelöst, boom, da geht es direkt rein, frisst gut Schaden der Gegner, nur kann er mir jetzt halt echt übel wehtun. Jo, was war denn das? Der hat jetzt meinen Held gezündet selber, okay, das hatte ich tatsächlich noch gar nicht, also, ja, jetzt hier, sind wir hier beim Vorführeffekt und jetzt geht es erstmal los. So, jetzt ziehen wir mit unserem Cyprian einfach mal einen Gegenschlag, das heißt, wenn wir einen abbekommen, bekommt der Gegner den zu 125% zurück, zu 125% zurück, das ist richtig gut. Jetzt sehen die Steine wieder ein bisschen madig aus, aber wir konnten mit unserem Proteus an alle Leute, die ihn kennen, das ist ein super geiler Held, konnten wir jetzt absperren. Wir verlieren Tiburtus, ist natürlich jetzt nicht das Geilste, aber auch nicht ultra schlimm. Ich mache jetzt wieder die Taktik, ich versuche möglichst viele Steine, wo ich nicht brauche, loszuwerden. Es passiert eigentlich echt ziemlich viel und ist auch recht schwierig zu kommentieren so. Aber ich versuche halt jetzt doch nochmal mit 2-3 gewasteten Zügen alles wegzukriegen, was ich nicht brauche. Geld brauche ich zum Beispiel auch gerade überhaupt nicht. Na okay, jetzt macht er wieder den Move. Kriegt den Gegenschlag ab. Hier, ekelig. So. Aber wir sehen gar nicht so schlecht aus. Ja. Ich bin auch gleich ehrlich, ich habe auch echt vor, mehr dazu zu machen.
weil das Spiel echt viel hergibt. Für so ein Handy-Game gibt es wirklich viel her. Das ist richtig deep, kann das sein, das Game. Nur jetzt muss ich wirklich gucken, dass ich hier auch perform und abliefer. Ist der Kirill, der ist ein super Tanky-Typ. Muss ich erstmal den hier Angriff-Boost nehmen und Verteidigungs-Boost, was der Kirill mal gern verteilt, der kleine Sack. Oh, es wird schwierig. Ich sollte Kirill schnell finishen. Werde ich wahrscheinlich nicht wirklich schaffen, schade. Der wird jetzt halt auf healen, ja, der wird jetzt healen. Jetzt muss ich gucken, eigentlich, ich weiß nicht. Ich versuche jetzt gerade auf den rechten Schakal noch zu feuern, weil ich die Hoffnung habe, dass Kirill an einem Gegenschlag stirbt. Jetzt gucken wir, dass wir hier den grünen Move machen, dass zumindest hier der rechte Schakal sich hier selber rausnimmt. So ist es richtig so. Jetzt nimmt sich Kirill natürlich nicht selber raus, weil der jetzt natürlich seine Mana voll gemacht hat. Oh, scheiße, guck mal, da habe ich schon fast vergessen, ja. Eigentlich fundamental mit dem Spiel verbunden sind die Helden und ihre Fähigkeiten. Ja, wir haben jetzt hier den Win geholt. Man kennt ihn. Aber ich meine, ich habe ja eh schon gesagt, dass es nicht für Einsteiger ist, sondern für die wohl schon ein kleines bisschen drin sind in der Thematik. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier den PvP-Fight geholt. Hast du hier immer solche Kisten, ja? Hast du hier gesucht Monsterkiste, gesucht Heldenkiste. Die machen wir jetzt auf Beutestufe Platin, weil ich eben über den 1800 bin. Fallenwerkzeug, richtig gut. Richtig gut, hat mir gefehlt, Aufstiegsmaterial, ultra wichtig. Da sehen wir jetzt auch gerade, der Brotholz, der schimmelt bei mir hier rum. Jetzt passen die Voraussetzungen und wir werden, oh, jetzt muss ich aber mal gucken. Also meine Heldenauswahl ist tatsächlich gut, ja, also ist jetzt nicht verkehrt, was ich an Heldenpotenzial habe, nur das Trainieren, das dauert halt gefühlt ewig. Aber wie gesagt, wenn dir sowas Spaß macht, dann bist du da schnell drin und hast du auch schnell Bock drauf. Eigentlich habe ich richtig Bock, die hoch zu pushen. Aber ja, ich hatte heute wieder ein längeres Gespräch mit unserem Ali-Führer, mit dem Mario. Hier gehen nochmal die Grüße raus an der Stelle. Und ja, keine Ahnung. Ich setze irgendwie gefühlt immer an den falschen Stellen an. Wir lassen jetzt den Protoss aufsteigen und du kannst deinen Held, der fängt auf Stufe 1-1 an, kannst du sagen. Und dann kannst du den mal aufsteigen lassen, ja. Hier, das Gelbe an der Seite, das spricht für das Aufstiegspotenzial. Das ist quasi, jetzt ist er Level 1-4, ja. Er fängt auf 1-1 an, dann lässt du ihn beim 4-Sterne-Helden auf Level 40 steigen. Dann kannst du 1-2 gehen. Dann lässt du ihn auf 50 steigen, dann kannst du 1-3 gehen. Dann auf 60, dann 1-4, so wie jetzt. Und dann kannst du reinschmeißen. So, das machen wir jetzt auch gerade mal. Klar ist, wenn du einen lila Champion levelst, dann schmeißt du lila Helden rein, bringt dir am meisten, weil, guck mal, ich mach gerade anders, ich mach's gerade falsch. Weil jetzt gucken wir mal, jetzt machen wir einen Stufe 1er, der bringt 180 und der in Rot, der wo nicht die Farbe ist, bringt 150. Ich weiß gar nicht, ob Gegenfarbe noch weniger bringt. Ne, auch 150. So, dann zeige ich das auch schon mal. Habe ich mir ein paar Helden aufgespart, baller ich rein, er steigt um 4 Stufen an, auf Level, rein. So, richtig gut. So. Gehen wir dann hier wieder raus. Das ist so zu dem Thema Leveln und so ein Scheiß. Aber wie gesagt, ich habe da echt noch Bock, ein bisschen was zu machen. Gucken wir mal, wie ich es geschnitten kriege. Kommen wir jetzt aber so zum Kern. Ja? Zum Kern des Videos. Zu unserer Allianzgruppe, zum Spirit of Freedom. Ja? Richtig stabil, richtig brutal. Wir haben gerade erst den Krieg gewonnen. Und immer wenn du Krieg gewinnst, kriegst du, also es ist egal, ob du gewinnst oder verlierst, du kriegst immer Kriegstruhenpunkte. Und die Kriegstruhe, die ist richtig chock. Die ist richtig brutal, da gibt es richtig geilen Scheiß raus, ja, vor allem wenn du 100% Beteiligung hast. So, wir haben aktuell gewonnen, ist noch nicht mal so lang her. Wir haben auf dem Schlachtfeld, wenn wir da nochmal drauf gucken, auf hier auf Ding, da ist natürlich bei uns der stärkste Angreifer, unser Chef mal wieder, Grüße gehen mal wieder raus. Ich kann nicht gar nicht sehen, wo ich bin auf Platz 13. Ist halt nun mal so, ich versuche natürlich reinzueiern, aber auf jeden Fall zum nächsten Krieg mache ich auf jeden Fall auch mal ein Video dazu, dass man sieht, dass es bei uns hier richtig gut organisiert ist. Es ist wirklich super organisiert, die Leute sind super lieb, es ist richtig geil. Und jetzt kommen wir zu dem Moment, auf dem, wo wir alle gewartet haben. Wir gehen in die Kriegstruhe. Aktuelles Teilnahmelevel 100%, das ist halt richtig gut. Epische Truppenmünze ist okay, ist jetzt nicht das geilste. Wappen des Kämpfers ist cool, 10 Stück. Das ist ein Witz! Mario, wenn du das hier siehst, das ist ein Witz. Ein Kettenhemd. Braucht keiner. Kampfleitfaden, braucht keiner. Mana-Trank. 5 Juwelen. Puh. Truppenmünze, okay. Oh, ey. Eine normale Beschwörungsmünze, Beutetickets. Oh, ey, unbelohnt. Unbelohnt. Richtig unbelohnt. Ekelig.
Ich werde editieren, dass ich irgendwas Cooles geklickt habe. Nein, Spaß natürlich nicht. So, und was kannst du jetzt zum Beispiel mit der Truppenmünze am Start? Gehen wir hier oben aufs Portal. Dann siehst du hier Truppenmünze und rein. So, jetzt beschwören wir Truppen. Auch für alle bekannt, jetzt eine Dreier-Truppe ist jetzt eher Dreck. Ich habe eher auf eine Vierer-Truppe gegeiert. Aber naja, das ist halt nun mal so. Ich gucke jetzt noch mal kurz zum Abschluss noch meine Burg-Dev an. Das ist hier zum einen der gute Poseidon. Das ist mein Signature-Hero. Der ist richtig dick, Alter. Auf den habe ich echt lang geschwitzt, dass ich den voll hatte. Oh, kann ich den sogar... Nein! Hoppala. Ich kann den tatsächlich nicht aufwerten. Schade. Verdammt. Oh Mann, eben mein fettes Ding und so. Dann haben wir Grasulen. Das ist meine allererste, wo auf 80 war. Die ist super lecker. Die hat Mana-Geschwindigkeit sehr schnell. Ja gut, keine Ahnung. Wie gesagt, ich möchte das eigentlich nicht so ultra ausführlich machen, aber ich mache es ja jetzt doch irgendwie. Auf jeden Fall, meine Team-Synergie seht ihr hier. Alle, wo sich auskennen, wissen, Poseidon schnell, Grasul sehr schnell, Kingston schnell oder sehr schnell? Schnell, zum Thema, ich weiß Bescheid. Dann haben wir Mittel und Mittel. Also mein Team ist eigentlich recht schnell. Ja. Ich bin leider noch nicht so ultra drin, dass ich jetzt hier aus dem Stegreif eine perfekte Konter sagen kann. Aber wie gesagt, ich wachse noch an dem Game. Ich werde es mit euch teilen, wie ich daran wachse. Jetzt der ganze Anfang, ich hatte mir natürlich schon überlegt, da vielleicht was dazu zu machen. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe es halt noch nicht so gesehen. Außer wir haben richtig fetten Fortschritt. So. Jawohl. So. Ja, ich denke mal. Ne, das war's dann eigentlich. Hier sehen wir noch eine Titan-Truhe, die geht halt dann auf, wenn man 5 Titan gelegt hat. Kommt eigentlich auch eigentlich so ziemlich. Aber so das Wichtigste sind dann farbige Truhen, wenn man mal bekommt. Die droppen ganz selten. Da entweder auf diesen Slot hier oder auf den Monster-Slot. Immer wenn voll ist und die respawn dann für 12 Stunden, hast du immer eine gewisse Chance, eine farbige Truhe zu kriegen. Da ist dann richtig geiler Shit drin. Kann natürlich auch sein, dass. Also das mit der Kriegstruhe, das enttäuscht gerade echt übel. Also ultra. Na egal. Machst du nix. Spirit of Freedom. Auf Freedom. Spirit of Freedom, jawohl. Da gehen wir nochmal drauf. Wenn du Line hast, Line ist quasi so das Pendant zu WhatsApp nur ohne Handynummer. Das ist eigentlich richtig gut. Da wird dir keine Handynummer angezeigt. Das heißt, hier kann keiner auf den Zack gehen. Ihr seht, Verstärkung ist gesucht. Damit ist der Aufruf auch raus. Also wenn du Bock hast, es ist super durchorganisiert, das Ding. Die Leute sind super lieb, sind super geil drauf. Hast du echt Spaß. Es ist witzig. Hier bläht keiner einen an, wenn mal was schief geht, weil, sind wir ehrlich, müssen alles Menschen und jeder macht mal Fehler. Hier sehen wir noch die Zahl, auf die, wo ich richtig geil bin. Ich bin seit 124 Tagen am Start, Alter, seit Tag 1 gefühlt bin ich am Start. Und da würde ich sagen, ich mache auf jeden Fall noch ein gezieltes PvP-Video dazu. Wir machen auf jeden Fall noch ein Kriegsvideo dazu. Ich wünsche mir mal selber viel Spaß beim Schneiden, weil, guck mal einfach, Alter, was ich mir da so vorgestellt habe, ob ich es umsetzen kann. In dem Sinne, meine lieben Freunde, wenn ihr das Spiel noch nicht habt, einfach mal reinchecken, runterladen, ist ein richtig geiles Spiel, bloß Vorsicht, das Spiel kann richtig süchtig machen, also ist auch echt eine Warnung raus an der Stelle, also mich hat es total erwischt. Meine lieben Freunde, ich danke euch fürs Reinschauen, wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, haut rein, bis dann, tschüss! So Friends, an der Stelle klinke ich mich mal ganz kurz ein, ich habe jetzt gerade das Video genau an diesem Punkt, wo ich jetzt hier erscheine. Bis dahin habe ich es geschnitten und ich möchte gleich ganz ehrlich sein, es war noch nie so eine krasse Scheiße, Video zu schneiden, ja? Ich meine, ich bin beim besten Willen nicht der beste Cutter und nicht der beste Entertainer, das weiß ich, ja? Aber ich habe mir schon so einen Qualitätsstandard erarbeitet, wo eigentlich schon da ist, ja? Und wo ich eigentlich auch komplett dahinter stehe. Nur, ich weiß nicht, was es ist, aber die Handyaufnahme wurde von Sekunde zu Sekunde asynchroner. Dann strecke ich das Ding, dass das langsamer läuft. Dann wird es auf einmal wieder schneller, wie man vorher in diesem PvP-Kampf gesehen hat. Dann wird das Video auf einmal wieder ultra schnell. Dann wird es zwischen den Sequenzen wieder ultra langsam. Dann bin ich bei Protoss am Leveln. Dann ist das wieder ultra schnell. Ja, also es tut mir echt übel leid an der Stelle. Dass das jetzt nicht so reinhaut, ja, weil ich muss es jetzt raushauen, wir haben es halb 4. Wir lassen das Video einfach mal so stehen, ja. Aber das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Ich weiß jetzt, was auf mich zukommt. Ich brauche mehr Vorbereitungszeit dafür. Ich weiß, was auf mich zukommt. Wir werden das nächste Mal besser machen, okay?
Danke.